Früher hat man, wenn man kleine Sachen hatte, sowas hier gehabt. Also ein Mikroskop, schauen Sie sich das mal an. Auch 40 Jahre alt, ganz schön antiquiert. Ich habe es aus dem Keller geholt, ist verstaubt. Na gut, außen der Koffer, innen nicht. Ich wollte nur zeigen, dass der Staub echt ist. Da drin sind dann jede Menge wunderschöne Sachen. Schauen Sie sich das mal an. Da Objektträger und irgendwelche Teilchen da. Ich weiß gar nicht, was das alles war. Also so hat man früher kleine Sachen angesehen. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Heute haben wir Technik, Elektronik. Wir nehmen nicht mehr ein Mikroskop, um da durchzugucken, sondern wir nehmen Kameras. Und eine solche Kamera hier, wenn ich mir das ansehe, da habe ich mir verschiedene Mal zu Gemüte geführt. Und die hier von Summicon, die hat mir am besten gefallen. Kostet zwar etwa 60 Euro, aber ich zeige Ihnen, was sie alles kann. Einmal, man kann natürlich Videos damit machen. Das ist gar kein Problem. Und ich kann, jetzt gehe ich aber mal hier rüber auf diese Seite, ich kann natürlich auch meine kleinen Sachen hier sehen und lesen. Ich hatte ja eben die ASCII-Tabelle. Nehmen wir die einfach nochmal und schauen mal auf dem Bildschirm, was da passiert. Schauen Sie sich das an. Aha, A, Linefeed. Ja, FF ist C und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die kann man wirklich sehr gut, sehr groß damit erkennen. Wenn Sie jetzt sagen, ist zu dunkel, ich kann hier drin auch noch Leuchtdioden einschalten. Die Kamera regelt aber runter, die ist relativ lichtstark. Und wenn wir mal hier reingucken können, da können Sie also erkennen, da sind die Leuchtdioden recht gut zu sehen. So, das ist aber nicht alles. So kleine Schrift wie hier, gut, die Speicherkarte, die sehe ich noch, die kann ich noch erkennen. Auf dem Bildschirm natürlich viel, viel größer, bei einer Vergrößerung von 200, die fix ist, diese Vergrößerung. Aber da hinten die Schrift, habe ich keine Chance. Hiermit gar kein Problem, die sehe ich. Jetzt habe ich hier nur meinen Fuzzi-Rechner mitgebracht. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben da einen 30 Zoller auf dem Tisch stehen, da haben Sie einen Zentimeter wirklich in der vollen Breite. Oder schauen Sie sich mal an, kleine Teile, die hier sind, da zum Beispiel. Und auch die Schärfe ist wirklich gut. Kann man nicht meckern. Bei uns spielen jetzt immer die Studioscheinwerfer mit. Wenn ich abdenke, decke, dann kommt die Kamera. So, und jetzt habe ich noch eine Möglichkeit. Hier ist eine Taste dran. Wenn ich da drauf drücke, dann macht der einfach ein Foto. Das bleibt dann da stehen. Und das kann ich jetzt natürlich ganz beliebig wieder vergrößern und noch näher ranzoomen. Denn die Auflösung von 1600 mal 1200 erlaubt, dass ich da noch größer drauf gehe. Also, ein tolles Teil. Womit ich immer arbeite, zum Beispiel ein Widerstand. Früher konnte ich hier so einen Widerstand ohne Probleme einfach erkennen und lesen. Jetzt kann ich dieses Ding nicht mehr sehen. Aber Kamera da drauf, müssen wir natürlich erstmal unsere Ameise da wegtun. So, schauen Sie sich das an. Auch keine Schwierigkeit, 820 Kiloohm, Bildschirm groß oder Transistoren. Auch damit arbeite ich heute manchmal jedenfalls noch. Da haben wir also einen, der ist nicht scharf, der ist ein bisschen höher. Aber da können Sie sehen, ich kann die Schärfe schön nachstellen. Ein BC547, der läuft mir immer weg. So, also ein ideales Werkzeug für mich, das ist immer angeschlossen. Und das Schöne ist, es ist zwar ein Programm dabei mit so ein paar Features und Möglichkeiten, aber es wird einfach als Kameragerät erkannt, auch unter Linux, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Dann habe ich aber noch was, wenn ich also nicht nur so irgendwo schnell was gucken will, sondern ich habe hier ein Stativ gefunden. Das hat so Adapter dabei, die kann man da zerlegen. Und wenn ich dann hier meine Kamera reinklemme, das geht gerade noch so, gehört nicht dazu, kostet, ich glaube, 25 Euro sowas. Und kann hier unten dann Objektträger da hineinschieben und kann dann in der Höhe verfahren und auch nach rechts und links und hinten und vorn. Also ein wirklich ideales Teil. Mal sehen, ob wir runtergehen, ob wir hier was erkennen können. Ja, muss ich zielen. Von der Seite sehe ich es nicht. Das ist eigentlich das, was ich so zum Arbeiten brauche. Und wenn ich mir überlege, dass, gut, 60 Euro ist eine Menge Geld, muss man sagen, dass aber die Aufnahmen, die Qualität wirklich gut ist, dass ich damit auch Videos machen kann, die ich dann später langsamer laufen lassen kann. Wenn ich zum Beispiel eine Lichtschranke sowas und auslöse und springende Kugel messen will und so, dass ich auch damit machen kann,
muss ich sagen, das ist mir nicht zu viel. Also das ist das Werkzeug, was ich am Computer brauche. Und wie gesagt, nehmen Sie zu Hause mal einen 30 Zoller oder was auch immer, da passt das absolut hin. So, jetzt sind wir im Grunde genommen hier mit diesem Take durch. Wenn das nicht so lange dauern würde mit dem Booten, das hier ist jetzt dieses Windows-Programm, würde ich Ihnen das zeigen unter Linux. Aber wie gesagt, glauben Sie mir einfach, reinstecken, irgendein Wiedergabegerät anwählen und schon läuft es. Wie es auf Mac läuft, weiß ich nicht. Ich habe leider keinen, aber wenn sich jemand sowas zulegen sollte, kann er ja mal Bescheid sagen.